Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen spannenden Folge von Imperium Galactic Survival mit Minias, aka The Baumeister. Naja, Baumeister, du hast mir jetzt schon wieder in der Zeit, wo wir Pause hatten, in der Folge, hast du ja wieder alles zugebaut. Alles umgebaut wieder? Das ist ein ganz anderes Schiff vorher? Nee, das ist stimmt nicht. Die Grundform ist schon. Nein, das ist schon dein. Naja. So, wir fliegen bei der Hütte raus. Gegenschub haben wir drin. Was fehlt uns noch? Nee, eigentlich müsste das Ding fliegen. Hoch und da haben wir Strom. Hol ich mal gerade, oder? Haben wir hier noch Strom drin? Hab ich hier. Ich habe auch noch neuen Strom. Ja, dann pack okay. Rain. Komm. Where's the Strom? There? Das ist ja voll. Oder haben wir zwei Tanks? Ja, zwei Tanks. Dann lass mich run. Ah, jetzt bin ich schon dran. Ne, mach du rein, bitte. So, ich habe eh nur neun Zellen gehabt. Hast recht. Finde ich cool die Farbe. Nee, super. Lass uns das so machen, so ein bisschen Hello Kitty-Style, komm. Wir müssen auch das weibliche Publikum hier so ein bisschen bedienen. Ein bisschen ansprechen, ne? Absolut. Ja. Hellrosa und oben richtig hart rosa. Alter, was eine Farbe. Merkt ihr auch den Rollentausch? Also ich fange an, Raumschiffe zu bauen, die halt. Ich sehe nichts mehr. Ich habe mich schon die ganze Zeit darüber gefreut. Los. Wolltest du nicht anmachen? Haben wir noch einen Hello Kitty-Aufkleber für das Ding? Geil, ja, da. Machen wir oben das Cockpit, aber auch oben die Mitfahrkabine hier. Nee, die kommt schwarz. Ja, schwarz und pink. Tank Girl-mäßig. Geil, ach, du kennst du den Film noch? Tank Girl. Ja. Ja. Ja, geiler Film. Bist nicht weißt du noch, wie du es lackiert hast? Ein fotografisches Gedächtnis. Naja, Spinner. Ja, es kommt Farbe ins Spiel, nennen wir es mal so. Der fliegt gleich viel besser, wirst du sehen. Fleisch haben wir mit seinem rosa Strahl. Du hast gerade die Decke angelackiert. Ja, ich gemerkt, ja. Und ich finde es ja nicht so schlimm. Genau. Ja, hübsch. Komm, ich flieg mal die Hütte raus, dann kannst du drüber. Ja, probier mal bitte. So. Oh ja. Schon mal geil, ne? Und? Ja. Steigen bisschen, geht. Machen wir ein paar Bewegungen so. Sinken geht. Ja, drehen in sich ist sehr langsam. Also da müsste ich jetzt schon arg kurbeln. Vielleicht aber es geht. Zwei Seiten, was dann? Was denn? Und wie findest du die rosa Maus? Ist mir immer wieder ein kleiner Lapsus passiert, wa? Ansonsten ist es eigentlich recht agil. Bremsen? Oh. Ja, doch geht. Guck mal. Pass auf, ich mach jetzt einen Stoppi, direkt vor dir. Ja, los. Glatt schon mal rosa. Oh. Okay, wir brauchen einen Gegenstraster. Den bauen wir jetzt vorne noch irgendwie ein oder sowas. Kommst du rein? Komm, ich neig mich auch vor dir. Oh, wir rausfallen wieder. Passagier 1 steht bei mir. Jetzt. Was war's jetzt? Also geil, wie die Tor alleine zugeht, ne? Ja, ist schon cool. Bremsen. Okay. Jungfernflug bestanden. Wir lassen es einfach hier unten. Ist ja auch egal. Das ist ja nicht so. Ja, so kriegst du es schon noch raus, ne? Hm? Was machst du jetzt gerade? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich versuche die Hütte wieder zu drehen. Ein Loch in der Decke? Da klappt da dringend Wasser ein. Warte mal, ich muss mal die Hütte. So, und dann, warum musst du rausfliegen? Wie schwer ist denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Drück mal Leertaste oder drück mal nach unten. Hab alles, ich probiere alles. Ehrlich jetzt? Naja, irgendwie will er nicht. Also wenn ich jetzt C drücke, macht er nichts. Wo ich jetzt erwartet hätte. Tja. Und wenn du mit der Maus nach oben aufstellst, quasi nach unten ziehen? Naja, will nicht. Jetzt komm, komm, zieh, Junge! Ja, ja. Okay, nee. Nee. Na super. Warum, vielleicht kriegen wir es ja gedreht. Ich krieg's nicht gedreht, ne? Probier du mal, ob das wieder. Ja, mal kurz, ja. Aber irgendwie hat sich's festgeeiert. Was fehlt denn? Fehlt nach oben hin was? Haben wir nach oben hin noch nicht?
Moment. Doch, nach oben haben wir auch. Ja, da passierte was. Und jetzt kannst du halt irgendwie nicht nach vorne fliegen. Ja, doch, ich muss schon. Schon, aber es sackt dann ab. Ne? Warte mal. Vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen mehr Power ranpacken. Oh, habe ich das rosa Maus versenkt. Mm. Habe ich mal versucht umzukippen? Bin gegengeschwommen, aber es will nicht. Aber ich versuche dich mal ein bisschen hochzudrücken, ob das was hilft. Es ist zu fett. Ich verstehe nicht, wie du das Ding hier echt landen konntest wieder mal. Ja, ich auch nicht. Wasser. Ich hole noch mal eine Steuerdüse. Ja, entschuldige bitte. Du. Das Problem war, dass ich das Ding auf den Kopf gedreht hat im Wasser und dann nicht mehr hochging. Im Wasser? Das ist überhaupt ist unter Wasser gegangen. Ja, das war ein Unfall. Also da habe ich jetzt auch nichts mit zu tun irgendwie. Aber wir haben noch zwei Lenkdüsen, ist ja praktisch. Gut, dann packe ich dir jetzt mal Lenkdüsen oben dran. Bist noch drin in der Hütte? Ich bin da drin in der Hütte, ja. Okay. So, ich gebe dir mal ein bisschen Gegenschub aufs Dach. Müssen wir halt gleich wieder abbauen. Ach, passt schon. So, probier mal. Also C drücken. Ja, geht. Ah ja, sehr gut. Ah, sehr cool. Tschüss. Tschüss, Loser. Wir sehen uns dann im nächsten Leben. Ja. Hat das Ding echt rosa markiert, lackiert. Was meinst du? Bin weg. Ist mir ein C, gell, ums RCS. Ja, ich habe jetzt die Maus-Sensitivität auf voll hochgestellt. Eigentlich ist es ja nicht so doof. Eigentlich ist es ziemlich agil sogar. Ja, nee, so ging es ganz gut. Es war so ein bisschen die seitliche Bewegung. Die Powerhummel. Nee, ist eher so ein... Soll ich mal das eine Triebwerk da oben abnehmen? Willst du mal kurz herkommen? Ich gehe mal hier oben aufs Dach oder so. Das kann ja noch außerhalb nochmal. Hast du gesehen? Weg auf Dach? Ja, ich komme dann darüber, ja, genau. Auf dem Dach ist auf jeden Fall besser zusammenbauen. So. Mal gucken, ich nehme dir nochmal das eine Gegentriebwerk weg. Okay, jetzt kannst du mal probieren, wenn du willst. Ja, wir hatten auch noch die Möglichkeit... Nee, eigentlich passt das, oder? Gott, ist das rosa. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Wird besser. Babyblau. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall viel, viel hübscher. Ist das doof? Ist das Komplementärfarben oder wie heißt das? Colorblocking ist das schon eher. Oh, Fleischhammer. Was ist denn los? Also bauen kannst du, lackieren. Hm? Das ist halt mal verkehrte Welt hier. Außerdem hast du schon wieder die Basis angepinselt. Ich fand das rosa eigentlich ganz schick. Ah! Kannst du wieder rosa machen. Ja. Jeder kriegt ja schlimme Augen. Ich muss was essen. Ich brauche Sauerstoff. Wie ist denn hier Basis da so? Die Farbe von Superhelden hellblau. Oder? Superhelden hellblau. Ja. Wir hätten sie gerne Fahrzeug in Superhelden hellblau. Oh, gerne. Carbon. Oh, das ist einer der meisten Bestellungen bei uns. Ja, ja, ja. Silbergrau ist out. Superhelden Superhelden hellblau. Silbergrau. Ja. Tanksen Silber. Oder Kryptongrau. Die Frage morgen ist übrigens soweit. Morgen ist soweit. 15 Uhr. 10 Uhr. Zuschauer denkt sich, Hals, Maul. Bauer. So, ich wollte noch Blöcke haben. Hast du noch Blöcke angesetzt gehabt? Ja, guck mal drin, hatte ich, ne? Hat er. Brauchen wir denn überhaupt noch was? Licht wollten wir noch zwei Stück. Licht. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Probeflug über den Planeten. Ja, nimm dir noch ein bisschen Munition mit, falls du nicht schon hast. Ich habe 52 mm. Die für die Pistole sind. Ja, dann schieße ich mit der Pistole. Ist schon fertig? Womit? Ich habe doch zweimal Lichter angesetzt. Wo hat er sein? Da oben hat er sein. Ich habe nur die Lichter mitgebracht. Munition hast du schon in der Hütte drin? In den Raketenwerfer? Ja. Klar. Wollte eigentlich nach hinten noch was machen, aber gut. So, dann machen wir vorne Doppelscheinwerfer oder machen wir die Scheinwerfer neben die Raketenwerfer?
Scheinwerfer neben Raketenwerfer. Für gut. Also nicht vorne ans Cockpit dran. Nö. Okay. So. Blöcke. Vorne spitz, ne? Vorne spitz? Mhm. Versteh nicht. Ja. Auf was du hinaus willst. Ich auch nicht. Bin völlig konzentriert, was das Malen angeht. Super geil. Merkst du das? Super geil. Jetzt habe ich ein Problem. Guck mal hier vorne. Die Spitze habe ich gerade gesetzt. Das finde ich cool. Ich hätte diesen scheiß Symmetrie-Modus mal wieder reinmachen müssen. Oh Mann, Minias. Wie kriegst du das jetzt hin, oder was? Ja, weil diese Form gibt es ja nicht gespiegelt. Doch. Nee. Sieht auch, also sieht ein bisschen abgekantet aus, finde ich. Finde ich blöd. Hä? Mach weg. Sieht schlimm aus. Ich wollte das aber oben so vorne so ein bisschen spitz haben. Ja, das ist eine gute Sache, das machen wir auch so, aber so nicht. Also was okay, wir machen. Warte, ich mach jetzt erstmal den Symmetriemodus wieder an. Symmetriemodus. So, haben wir. Und zwar, ich hätte es gern. Warte mal, darf also, ich einen Vorschlag machen? Davon? Nee, ich will das noch ein bisschen länger machen. Mach das Ding mal bitte weg. Lass ja, länger ist gut. Auf die Technik kommt es an, Fleischhammer. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Länger ist gut. So. Gut, 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 lang. So. Achso, wir müssen auch noch die... das Triebwerk. So, du kannst lackieren. Ich habe es vorne spitz gemacht. Warst du hinten schon fertig? Nee. Weiß ich nicht. Oh, du, jetzt ist er hier auf Lackieren. Jetzt weiß ich, wie ätzend das ist. Ist, ne? Ich hol noch mal Füße. Also, viel gut. Füße? Oder willst du gar keine runter machen? Quatsch, machen wir nicht. Na doch, wir müssen das Ding andocken können. Ja, irgendwas. Ja, aber später. Müssen wir jetzt machen. Was? Der ist hier auf dem Sitz jetzt. Macht das schon mal warm. Dann. So, Symmetrieachse muss aus, sonst drehe ich hier durch. Ich sehe nämlich nichts. Außer grüne Waben. Ich labern. So, halt das schauen wir mal. Einfach nur das Maul. Oh. Ja. Was denn? Leichte Flutscheinwerfer nach vorne. Geil. Schön. Wo waren sie gestern Abend? Gut. Aber ein bisschen was, damit du auch was zu sehen hast. Sieht man das? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und das ist gut, ne? Das wird immer hübscher. Wie war denn das mit dem Schreiben? Kann man mit dem nicht, ne? Das war eine Texturierungstool. Okay. Kommt später. Peter. Steig ein. Ich bin eingestiegen. Okay. Ich brauche Sauerstoff. Warte, du musst nochmal anhalten. Ach nee, ich hab Sauerstoff bei. Komm. Nee, komm. Drauf. Atme unten durch. Einmal durch die Hose, oder was? Bring was zu essen mit, ich hab Hunger. Siehst du ja. Vor allem, du hast den einen Scheinwerfer lackiert, den anderen nicht. Ah, ich vergessen, tut mir leid. Auch Hunger. Also in Verbindung mit deinem Giftgrün, meinem Giftorange, ist das wirklich, sieht das... Ja... Gewöhnungsbedürftig. Ja, finde ich auch. Hast du echt die Innenflanken hier pink markiert? Ja, natürlich. Das ein bisschen Kontrast auch hinbringen in die ganze Sache. Oh, schön. Ich habe Hunger. Hast du noch? Wir haben nichts mehr zu essen da, kann das sein? Das kann sein. Wir müssen mal angeln gehen. Also kann man ja. Ich habe hier übrigens den hässlichen normalen Constructor, nehme ich einfach mit, wenn wir ein Tier töten, den Überlebensdings hier. Stehst du, ich meine. So, aber mal Sauerstoff lasse ich mal hier. Da ist der Fleischer mal dran. Da geht hier auch nicht weg. So. Könnte zwischenzeitlich, könnte der... Eine Frachtbox haben wir noch drin, okay. Die habe ich da gerade niemand. Okay. Aber die lasse ich auch die Klötze da, oder? Ja, mach mal. Hm? Den lasse ich auch mal lieber hier drin, bevor hier noch was passiert. So, und das eine Triebwerk brauchen wir auch nicht. Wobei, das könnte so ein Rettungstriebwerk sein, wenn wir wieder auf dem Dach liegen. So, bin soweit. Jungfernflug, ahoi. Wir müssen jetzt nochmal ins Licht fliegen. Ins Licht. So, komm rein. Sofort. Wir brauchen. Oh geil. Wir brauchen noch einen. So, ich wollte dich abholen.
Ja, schade, dass du es nicht getan hast. 3, 2, 1. Bin drin. Okay. Ja. Hä, du bist drin? Ah, jetzt Passagiere 1, okay. So, machen wir Navigator. Oh, der geht aber ab. Der fliegt gut. Hau. Oh. Mach jetzt mal die Empfindlichkeit und meine Maus ein bisschen höher. Oh ja, jetzt lenkt er. Oh. Das ist wie die... Zieh mal durch. Ein bisschen weiter... Ja, nee, eigentlich könntest du aber lassen wir erstmal Richtung ein bisschen links treiben rum. Links rum treiben lassen. Muss mich mal kurz von vorne angucken. Oh, die Farben. Jackie, das ist wie so ein... Kennst du noch Polo Harlequin? Nee. Nee? So ein Polo haben sie mal verkauft, wo sie jedes Bauteil einzeln in verschiedenen Farben lackiert haben. Achso, den Polo Harlequin. Ja, klar. Polo Harlequin. Ja, ist ja gut, Polo Harlequin ausprobieren. Nee, kann du ich kannst nicht. Du kannst ruhig Gas geben, nach vorne hin. Achso, okay. Danke. Oh, warte. Nett von dir. Alt. Mhm. Okay, jetzt geht er. Danke. Guck mal, wie agil der ist in der Schnauze. Siehst du das? Ja, ich hab das gesehen. Wusste das? Ich hab verstanden nicht ganz, was du meinst. Links, rechts ist er halt ein bisschen träge irgendwie. So diese Nickbewegung, wie man das nennt. Komisch. Macht sich auch besser, wenn du Q drückst zum Beispiel nach links und dann nach oben ziehst. Verstehst du? Einfach erstmal fliegen, Minas. Erstmal fliegen. Okay. Okay, wo lang? Warum lasse ich dich fliegen? Jetzt ja, 20 Mal gefragt, wo lang? Taul ins Gesicht? Blöde Mistforke. Rechts? Wo willst du denn hin? Ja, flieg erstmal. Da, guck mal. Prometheum da. Da willst du eigentlich durchgehen, Gas? Nee. Kannst du es mal bitte machen? Ja, gut. Das ist schlimm. Ich wollte ja auch mal ein bisschen was von der Landschaft sehen. Siehst du ja auch so, ist ja nicht gerade, dass wir hier in Überschallgeschwindigkeit unterwegs sind. Okay, wir greifen an. Genau. Na also, jetzt verstehen wir uns. Nachladen oder was? Ach ne, hier, so jetzt. Bin sehr gespannt. Nicht in der Seitwärtsbewegung brauchst du nicht schießen. Okay. Kann leider nicht erkennen, ob es irgendwas macht. Ich würd gern ranzoomen, aber ich sehe ja nichts. Ja, leider nicht, nee. Sollen wir kurz aussteigen? Nee, das geht wieder schief. Warte mal. Wenn schon. Und. Oh, das wäre. Meine Sachen wäre nicht schlecht gewesen, wenn die Drohne. Verballerst die Drohne? Ja, die Munition. Ja, okay. Wollen wir nicht wirklich angreifen? Warum greifen wir nicht an? Ja, guck, mach mal. Ich drehe nur eine Kurve, damit der Feind sich in Sicherheit wiegt. Warum ist das hier alles überstrahlt außen? Siehst du das im Horizont? Ja, kann ich eigentlich sagen. Sieht dann Licht aus wie so ein Negativ, was total überlichtet. Hier ist der grüne Nebel. Oh nein. Ah. Ich bin weg. Ist er da? Nee. Wie? Bin noch im grünen Nebel. Oder im Nirgendwo gefangen. Warte, dann fliege ich nochmal zurück. Ja, probier mal. Flieg mal durch. Bin ich? Wo du mich wieder mitnimmst. Ich häng wo jetzt bist du denn? Weiß ich nicht. Es gibt keinen, wo ich bin. Zwischen den Bergen. Unter mir ist alles weiß. Och nein, nicht schon wieder. Sieht doch alles so gut gerade. Was unter dir ist alles weiß, ja, ist so alles irgendwie extrem überstrahlt. Weg im Wasser. Ich habe mal das Licht ausgemacht. Bist du im Wasser? Wo das bist du im Wasser? In dem See da vor mir? Nee. Keine Ahnung. Kann er nicht ohne Schmacken. Ich bin ja hier, wenn ich jetzt F drücke, was passiert denn? Nichts. E auch nicht. Ja. Gibt es eine kurze Folge? Hm. Was würdest du sagen? Kurze Folge? 18 Minuten Folge? Das sieht so aus. Ihr Lieben, Sie sind beim Fleischhammer, sehen Sie nichts. Ich lande jetzt mal die Hütte hier auf dem Boden und wir gucken mal, was passiert in der nächsten Folge, wo wir uns wieder befinden, beziehungsweise wo Fleischhammer sich wieder befindet. Ja. So, ich setze mir hier auf, ohne vielleicht in den Bäumen zu landen. So. Das ist sehr schade. Ja, meine Damen und Herren, das war ein kurzer Jungfernflug der MS Color Shock. Und... Die Farbe kommt noch. Wir können ja auch noch Farben. Bitte sag mir noch, welche Farben. Das ist ja alles nur, um dich zu ärgern, verstehst du? Nee, ist klar, ist klar. In Wirklichkeit will er das. Ja. In Wirklichkeit ist das sein Wunsch, dass die Hütte so aussieht. Bis zum nächsten Mal, Herr Tarif, war mit Vergnügen, euch zuschauen zu dürfen. Und ansonsten freut mich auch auf einen Kommentar. Einen Daumen oben und... Schönes Leben noch. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.